Lieben. Wir haben uns ein ganz süßes Örtchen ausgesucht hier in. Da sitzt unser Fiebke, die liest ein Buch und ich darf unseren neuen Außenküche in Betrieb nehmen und unseren neuen Herd von Camping Guts ausprobieren. Es wird Pitipana geben, also im Prinzip ein Resteessen. Man kocht Kartoffeln ein bisschen vor, dann brät man sie so zusammen mit ein bisschen Bratenfleisch oder Fleischwurst oder was man so hat und Zwiebeln. Das ist im Prinzip wie Bratkartoffeln. Und dann kommt dann noch ein Spiegelei dazu. Wir haben hier den Camping Guts Accelerate 400 SG. Was bedeutet das? Accelerate ist ein besonderes Verfahren für die Flamme, damit sie auch bei Wind ein bisschen stabiler ist und ein bisschen mehr Hitze hat. Der hat sage und schreibe 2 kW unter jeder Brennplatte. Das ist schon sehr viel. Und dann eben nicht, wie man das aus dem Wohnmobil kennt oder zu Hause am Herd, so eine einfache Gasflamme, sondern das erinnert so ein klein bisschen an so ein Jetflame vom Feuerzeug. Also es hat schon ein bisschen Wumms dann. Das so verspricht der Hersteller jedenfalls. SG ist ein bisschen Zubehör. Wir haben hier noch so eine Abdeckung mit einer Grillplatte, zeige ich nachher nochmal. Und ja, nun wollen wir das mal ausprobieren. Ich habe die Kartoffeln schon mal ein bisschen aufgesetzt. Und was gibt es jetzt zu diesem Herd sozusagen? Ich hole jetzt mal die Kamera ran, dann kann ich ein bisschen im Detail beschreiben. So, Freunde, hier seht ihr die Außenküche. Ich habe hier unseren Topf drauf stehen und vielleicht hört ihr das. Ich gehe da mal ein bisschen dichter dran. Das ist ein Geräusch. Wenn ihr es hört, das klingt so ein bisschen wie so ein Hubschrauber, der vorbeifliegt. Macht mir Angst. Wenn ich den Topf wegnehme, ist das Geräusch deutlich weniger. Stelle ich ihn drauf, macht er wieder so, als ob er nicht sauber zündet. Das macht mir ehrlich gesagt ein bisschen Angst. Was haben wir jetzt hier? Wir haben diesen Herd in einer ganz schönen Kofferform. Er hat hier einen kleinen Feststeller. Damit der nicht bei einem Windstoß jetzt einfach zufällt, ist hier so ein kleines, dünnes, labbriges Blech angebracht. Ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben den von Camping Guts nicht nur gekauft wegen dieses Turbo-Brenners, da sieht man ihn, sondern auch wegen der Qualität von Camping Guts. Und das Ding, das enttäuscht mich kolossal. Das ist so ein dünnes Blech, was hier den Deckel aufhalten soll. Ich weiß nicht, ob wir da dauerhaft mit glücklich werden. Er hat keine Zündsicherung, muss er auch nicht haben, weil er ist ja nicht für den Innenbereich gedacht, sondern hier draußen. Und wenn man jetzt die Flamme ausgeht, dann würde Gas ausströmen. Trotzdem finde ich es ein bisschen befremdlich. Ich hätte eigentlich bei so einem teuren Gerät, das kostet richtig Geld, erwartet, dass die Flamme einfach ausgeht. Aus so einem Sicherheitsaspekt, weiß ich nicht. Irgendwie so, damit man sich ein klein bisschen wohler fühlt. Was mir auch nicht so gut gefällt, ist dieses Plastikteil, womit man das verschließt. Ganz ehrlich, das hat so ein bisschen, also der ganze Kasten in sich hat eine sehr hochwertige Anmutung. Das ist ein vernünftig dickes Blech, das ist gut lackiert, das ist alles hier einigermaßen schön gearbeitet. Aber es gibt so ein paar Details, wo ich denke, ob das so gut ist. Ich zeige euch jetzt mal, wie denn diese Grillplatte hier sein soll. Die kommt nämlich anstatt dieses Aufsatzes, würde dieses Oberteil hier raufkommen. Und da drauf kommt dann diese Grillplatte. Das ist beschichtetes Blech. Nee, das war nichts. Quatsch. So rum natürlich. Das gibt ja keinen Sinn. So, jetzt ist so die Idee, dass man darauf jetzt eben irgendwas grillt. Man könnte auch, oder das wird empfohlen, dass man dann in diese Unterschale ein bisschen Wasser macht, damit das Fett, was runtertropft, eben sich nicht festbrennt. Ich habe noch keine echte Idee, ob ich das wirklich in Betrieb nehmen werde. Ich finde nämlich viel schöner unsere gusseiserne Grillplatte, auf der ich nachher die Spiegeleier machen werde. Die hat eine richtig hochwertige Anmutung, die hält die Hitze und die ist eingebrannt. Das finde ich also sehr, sehr gut. Mit dem dünnen Blech, ich bin da noch nicht da ganz der Freund. Jetzt kommt aber ein Ding, was ich finde, ist echt der Hammer. Jetzt seht ihr die Kochstelle im Prinzip von hinten. Die ist gut gearbeitet. Wie gesagt, das ist so eine Kofferform, den kann man zumachen, dann kann man den an dem Griff einfach ins Wohnmobil stellen. So war meine Idee. Ich nehme den ganzen Koffer und stelle ihn hochkant irgendwo beim Wassertank oder irgendwo, wo Platz ist. Jetzt möchte ich gerne mal wissen, derjenige, der das Ding entwickelt hat, ob der selber mal campen war. Denn abstellen ist nicht möglich, denn da kommt der Gasanschluss raus. Das heißt, ich kann diesen Koffer nicht einfach abstellen. Dann würde ich so viel Druck auf diese empfindliche Gaszuführung geben, dass sie wohlmöglich abbricht. Das Ding hätte eigentlich hier an die Seite gemusst, damit ich den Koffer mit dem Griff auch richtig abstellen kann. Also das finde ich wirklich nicht gut gelungen.
So, sehr schön. Ich habe aber noch was vergessen zu erzählen. Und zwar, dieser Deckel hat ja nicht nur die Funktion eines Deckels, sondern es ist auch ein hervorragender Windschutz. Das muss man nochmal ihm erzählen. Es wäre schön gewesen, dass man so ein Scharnier hätte, was man zur Seite wegschieben kann. Dann könnte man den ganzen Äumel nämlich vielleicht auch noch abnehmen. Kann ja auch mal ganz nett sein. Und, was ich auch nicht erwähnt habe, wir arbeiten hier mit 30 Millibar. Das heißt, wir haben diese Gassteckdose, so nennt man sie ja auch, in Betrieb. Und da muss man eben darauf achten, wenn man sowas kauft, den gibt es auch mit 50 Millibar. Und der würde dann über einen Druckminderer an der Gasflasche betrieben werden. Also Augen auf, was man denn da jetzt für ein Gerät sich anschaffen möchte. Freunde, bevor es jetzt zum Servieren geht, wird es Zeit für ein kleines Fazit. Wie gefällt mir jetzt also dieser 400SG Accelerate von Campingard? Also im Prinzip sehr gut. Ich habe ihn auf großer Flamme gehabt, ich habe ihn auf kleiner Flamme gehabt und sie gingen nicht aus. Das finde ich das Allerwichtigste an so einem Herd, dass man sich nicht dauernd ärgert, dass die Flamme aus ist. Das Allerschlimmste ist, wenn man überhaupt nicht merkt, dass sie ausgegangen ist. Das ist super ätzend. Von den Materialien überwiegend gut. Habe ich gesagt, ne? Mit vom Stahlblech, von der Lackierung, das macht einen guten Eindruck. Die Drehregler, die Piezzündung, Kleinigkeiten gefallen mir nicht, wie der Verschluss oder dieser komische blechernde Aufsteller hinten. Ist, wie gesagt, es wäre auch schön, man könnte den Deckel abnehmen. Und was mit dem Geräusch ergibt, das macht er auf der anderen Platte nämlich nicht. Da muss ich mich nochmal richtig schlau machen und dann entsprechend handeln. Ja, ansonsten ein gutes Gerät mit leichten Abzügen und wir werden jetzt erstmal was essen und zwar in dieser herrlichen Kulisse. Schön, dass ihr zugesehen habt. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Bis dann, euer Knut.